Hello, hello, hello. Ich grüße dich ganz herzlich. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Mark Twain hat mal gesagt, dieses Zitat ist mir heute Morgen begegnet und da möchte ich unbedingt gern was mit dir teilen. Die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der erste Tag, der Tag, an dem du geboren wurdest, an dem du aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt bist und das Licht dieser wunderbaren Welt erblickt hast. Und der zweite Tag, das ist der Tag, an dem du dein Warum findest, warum du das Licht der Welt erblickt hast, warum du überhaupt hier bist, was der wahre Sinn deines Daseins hier ist, was deine Bestimmung ist, was deiner Mission entspricht, was mit anderen Worten deinem Seelenplan entspricht. Und du beschäftigst dich, deshalb möchte ich das auch mit dir teilen hier, bestimmt auch so mit den Fragen schon länger, die in dir sind. Das war bei mir früher auch so, dass ich mich immer mal wieder gefragt habe, warum bin ich hier? Was soll das hier überhaupt auf der Erde? Was ist der wahre Sinn meines Daseins hier? Hab andere da draußen im Web beobachtet, die frei gelebt haben und mich immer gefragt, wie machen die das? Muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das auch nachzumachen, weil ich auch immer von einem freien Leben geträumt habe. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du ja schon seit geraumer Zeit, vielleicht sogar schon mit Abschluss der Schule, ich zurückdenke, so ein Freiheitsdrang war immer schon in mir, wirklich frei zu leben, die Welt zu entdecken. Ich glaube, das ist in allem von uns, aber insbesondere auch in dir verborgen, die Welt zu entdecken, Neues zu entdecken, frei zu leben, selbstbestimmt zu sein, sich von nichts und niemandem den Tag vorschreiben zu lassen oder auch andere Dinge vorschreiben zu lassen. Und mir hat gerade heute Morgen noch jemand erzählt, wie lange sie schon davon träumt, zum Beispiel Südamerika zu bereisen, wie lange sie schon davon träumt, wirklich frei zu sein, wie lange sie auch schon davon träumt, einfach mal mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, ins Wohnmobil, sich ein schönes Wohnmobil zu erlauben und dann einfach mal loszufahren. Abenteuer. Was sind deine Träume? Lausch mal in dich hinein und wenn du ehrlich zu dir bist, da findest du auch so das ein oder andere, wo du sagst, wenn alles für mich möglich wäre, dann würde ich ja gerne. Ja? Und jetzt kommen wir nochmal auf Mark Twain zurück. Diese beiden wichtigsten Tage. Das ist der Tag, wo du ausgecheckt bist aus dem Bauch von der Mama, das Licht der Welt erblickt hast. Und der zweite Tag, der wichtigste, das ist dein Warum, warum du hier bist. Was der wahre Grund deines Daseins ist, was wirklich deinem Seelenplan entspricht. Und wenn ich so an die wunderbaren Frauen denke, die ich schon begleiten durfte, das sind immer so Momente, wenn wir dann nach ein paar Wochen der Begleitung den Call haben, wo wir dann über den Seelenplan sprechen und auch darüber sprechen, wie der Seelenberuf ausschaut, also wie ich aus dem Seelenplan auch den Seelenberuf kreiere. Das sind immer so besondere Momente, die emotional sind, die auch mich bis heute immer wieder sehr berühren. Und es ist dann so schön zu sehen, wie plötzlich, wie so ein inneres Licht aufgeht. Wie so ein inneres Licht aufgeht in meinem Gegenüber. Wow, wie so der Körper reagiert, wie die Augen anfangen zu leuchten und zu strahlen. Wow, das entspricht meiner Mission. Das ist der wahre Grund meines Daseins hier. Ja, und dann gilt es dem natürlich auch zu folgen. An dem Punkt bin ich ja vor einigen Jahren auch mal gestanden, als ich einen 9-to-5-Job noch hatte und von dem freien Leben geträumt habe. Und ich weiß noch, wie es bei mir auch so Klick gemacht hatte. Auf der einen Seite, wow, das ist der wahre Grund meines Daseins hier. Auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit so ein bisschen überwältigt war, dass es meine Aufgabe ist, Menschen wie dich, Frauen, wunderbare Frauen wie dich, dabei zu begleiten,
wirklich Klarheit zu bekommen nach dem Sinn deines Lebens hier, damit du deine Träume nicht nochmal mitnimmst, ich sag's jetzt mal salopp, ins nächste Leben, damit du deine Träume nicht im wahrsten Sinne des Wortes ad acta legst, sondern wirklich auspackst und wirklich auch das Navigationssystem hast, wie du sie lebst. Und dazu darfst du natürlich auch mal Dinge anders machen, als du das bisher gemacht hast. Dich nur mit der Frage zu beschäftigen und letzten Endes keine Antwort darauf zu bekommen, das bringt uns ja nicht weiter. Zu beobachten, wie andere ein freies Leben führen, bringt uns auch nicht weiter. Viele Dinge auszuprobieren, einfach nur auszuprobieren, um mal zu schauen, was bei rauskommt, bringt uns auch nicht weiter. Was dich wirklich weiterbringt, ist, ich dir ganz offen und ehrlich das so mal ans Herz legen darf, dass du dich dafür entscheidest. Dass du dich dafür entscheidest, so, jetzt ist wirklich mal der Zeitpunkt da, wo ich mein Leben ändern möchte, wo ich meine kühnsten Träume auspacken möchte, erkennen möchte und ihnen auch zu folgen. Und da geht es natürlich auch darum, nicht irgendwas zu machen, weil es braucht Entscheidungen dazu, es braucht Geld, Energie dazu, was auch immer so deine Träume sind. Es braucht gewisse Dinge einfach, Zutaten, wie beim Kuchen. Wenn du einen Kuchen backst, brauchst du gewisse Zutaten. Und so ist es auch metaphorisch gesprochen für dein Leben, von dem du träumst. Da brauchst du einfach gewisse Zutaten. Und da ist es einfach am einfachsten, wenn du dir das Rezept holst, wie du die Klarheit bekommst, was ist deine Bestimmung hier, was ist dein Warum, also dieser Tag X wirklich in dein Leben lässt, dass es Klick macht, dass es dir wie Schuppen von den Augen fällt und auch genau dann weißt, wie du daraus dem Ruf deiner Seele folgst, deinen Visionen folgst und mit all deinen Liebsten, die du gerne im Boot mit hättest, das war für mich ein ganz wichtiger Aspekt, die ganze Familie mit dabei zu haben, in das freie Leben durchstartest. Und ja, ich weiß, wie heftig der Kopf dann dazwischen redet und sagt, ja, das geht jetzt aber nicht, weil, oder die familiäre Situation ist aber gerade so, oder bei mir ist es so oder so oder so. Das sind alles Dinge, wenn wir uns da nicht mal abgrenzen und sagen, so, jetzt mal Schluss, jetzt mal Stopp, jetzt beginne ich mir mal andere Geschichten zu erzählen, wird sich auch nichts ändern. Ja? Und wenn du wissen möchtest, ein bisschen mehr dazu mal, wie mein Weg war, es gibt einen Kurs, den ich dir gerne kostenfrei jetzt hier heute auch mal weitergebe, Call of Your Soul. Da verrate ich dir wirklich so die Schritte, die ich gemacht habe, um nach 30 Jahren öffentlichen Dienst wirklich mal da rauszukommen und mit der ganzen Familie durchzustarten. Der Kurs kostet normalerweise 997 Euro, aber ich schreibe dir einen Link jetzt gleich hier rein. Irgendwo in der Nähe von dem Video findest du den. Klick da drauf und ja, nutze den kostenfreien Zugang. Für kurze Zeit ist der dir dann zur Verfügung gestellt. Und du brauchst wirklich im Grunde genommen nur die Schritte, die ich dir da weitergebe, genauso wie ich sie gemacht habe, umzusetzen, damit das auch bei dir was wird mit dem freien Leben, von dem du schon so lange träumst. Also ich gebe dir wirklich ganz authentisch das weiter, worauf es ankommt, was ich umgesetzt habe, bis zum Tag X, wo ich dann wirklich die Kündigung einreichen konnte und mit der ganzen Familie in das neue Leben durchstarten konnte. Also klick auf den Link, Call of Your Soul, nutz dieses Angebot kostenfrei, diesen Zugang dir jetzt zu erlauben. Für kurze Zeit ist es dir freigeschaltet und hol dir diese Schritte, damit du es auch umsetzen kannst und auch mal da ankommst. Und natürlich hast du da auch die Möglichkeit, auch mal dich dazu zu entscheiden, dich individuell begleiten zu lassen. Aber nutze jetzt einfach mal im ersten Moment auch den Link, dieses kostenfreie Angebot, um
dir einfach mal die Schritte zu holen, die ich gemacht habe, damit du sie auch umsetzen kannst. Okay? In diesem Sinne, sonnige Grüße. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und bis gleich bei Call of Your Soul. Ciao, ciao.